Bei schönstem Wetter bin ich heute hier wieder an der Fachhochschule Ioneum im Lehrgang Industrial Design. Hier werden Designer ausgebildet, die typischerweise bei Porsche, Audi oder BMW arbeiten, also sehr stark im Automotive-Sektor. Man sieht hier einige Objekte, das sind Projekte, die im Industrial Design typischerweise 10 Jahre in die Zukunft schauen. Das heißt, wir machen hier bewusst Projekte, die sehr stark zukunftsgetrieben sind. Und meine Aufgabe ist es hier, das Thema Innovationsmanagement und Innovationsmarketing zu vertreten und den jungen Designern auch die Perspektive zu geben, wie kann man Produkte letztendlich in die Breite bringen und auch den Kunden entsprechend einbauen. Das heißt, wir sprechen über Service Design, soziale Netzwerke, Crowdsourcing, Crowdfunding, also die ganze Infrastruktur, die heute bereitsteht, und arbeiten hier an zum Beispiel interessanten Modellen, wie man solche neuen Produkte auch in den Markt bringen kann.